Die Tour ist jetzt fast zur Hälfte schon vorbei. Abgesehen von diesem unschönen Berlin-Ding, wie war's bisher? Erzähl doch mal. Ja, war doch super bis jetzt, oder? Jungs. Ne, wie gesagt, also fast überall ausverkauft, das Haus gestern in Köln brechend voll. Und ja, das läuft. Das läuft aber. Ja. Auch mehr Weiber mittlerweile. Dank unserem neuen Signing, dem Casper, einmal Applaus dafür. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Hat sich das Casper Signing gelohnt? Musik ist halt immer noch scheiße, aber dafür hat sich's gelohnt. Kann auch nach der Tour jetzt wieder gehen. Danke, Casper. Auf jeden Fall. Ich habe das Kiffen wieder angefangen. Ich finde es super. Casper hat nämlich jetzt die Zeitreise erfunden. Er setzt sich nämlich, wir fahren los in einer Stadt, dann setzt er sich ins Auto und kifft sich einfach unheimlich dicht und wacht dann in der nächsten Stadt wieder auf. Zeitreise, bam. Boah, ich kenne mich da gar nicht aus. Ich habe mal auch als Kleiner, so mit 12, hab ich Pornos geguckt. Der einzige Mensch auf dieser Welt, der sich noch nie eingewichst hat. Ja, habe ich auch nicht. Und ja, doch, ich war aber früher, in früheren Zeiten, habe ich mir einmal ein Porno angeguckt mit 12 und danach nie wieder. Immer nur gedreht. Ja, immer nur gedreht, genau. Das glaubt dir kein Schwein. Das ist echt Ja. so. Nächste Frage. Das sind jetzt keiner. Mit dem Zuhälter aber schon fragwürdig, aber das glaubt dir kein Schwein. Hast du beginnen jetzt zum nächsten Mal schon? Oh. Hallo. Dann herzlich willkommen erstmal Frau Meier und ich wünsche viel Spaß. Hallo. Hallo. Das wird super. Genau, also mit deinem T-Shirt und so musst du ausziehen. Muss ich alles ausziehen? Mhm. Das ist ja alles voll geschmiert. Ist ja auch nicht schön, oder? Das ist alles voll geschmiert. Erstmal, was war das für Massage? Oh, ich bin so verliebt. Guck doch mal. Oh, ich bin so verliebt. Guck mal, ich habe ein ganz schönes Gesicht jetzt. So ein schönes. Wie war's? Oh, das war das Beste. Ich habe extra eine CD mit Vogelgeräuschen raussuchen lassen. Und ich bin der entspannteste Mensch der Welt, ja? Hallo? Hier aus dem Ei gepellt. Ich hätte schon gerne meine Schule beendet. Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, das hätte ich nochmal irgendwie besser machen können. Ansonsten bereue ich natürlich nichts. Bereue ich irgendwas, wirklich? Eigentlich nicht, nur mit der Schule. Man sollte schon immer darauf achten, ja, macht, was ihr wollt, wenn ihr meint, aber guckt, dass die Schule, ne, das auch noch ein bisschen funktioniert, weil ist halt so, ist wichtig. Ach, ist aber auch nicht so wichtig jetzt, oder? Ich meine, ich bin ja trotzdem jetzt hier ein krasser Rapstar und so, und von daher ist Schule eigentlich gar nicht so wichtig, wie man immer denkt. Okay. Okay, einen Moment, einen Moment. Hier. Die Hälfte vorher, die andere Hälfte kannst du nachnehmen. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Was passiert denn hier? Was heute? Passiert hier? Das ist Yeah! Yeah! Hart verdient, auf jeden Fall. Also für noch einen Huni lasse ich mich auch in den Arsch schwingen. Ich glaube, das hättest du nicht sagen sollen. Sofort, aber. Aber nur von ihm. Im Video zu Mittelfinger hoch konnte man sich so ein bisschen von deinen fußballerischen Qualitäten überzeugen. Hast du mal im Verein gespielt früher und spielst du heute noch? Jetzt nicht mehr, nein. Bis ich 16 war, habe ich gespielt im Verein. Und wir haben auch jede Meisterschaft gewonnen, die es zu gewinnen gab. Und nein, also wir haben. Kollege, ist das fast schönste. Ich kann ja alles am Ball, ja. Und ich kann auch Tischtennis gut spielen, Tennis, Basketball war ich auch immer sehr gut malen und auch. Malen kann ich auch super und ja, eigentlich alles. Welche Position haben wir uns weg? Gibt es denn auch deutsche Comedians oder Schauspieler, die du feiern kannst, oder? Morgen, wenn wir hier entkatert. Klar, ich feiere zum Beispiel Christoph Maria Herbst, den Stromberg und wer ist noch gut? Dieser eine Typ, wie heißt er? Olaf Schubert.
Der so macht so Stand-Up-Comedy. Der ist immer mit so einem Polunder ohne Ärmel. Alter, das ist der unlustigste Typ. Der Typ ist sau witzig, Alter. Du hast keine Ahnung, ich schwör. Ola, der ist der Beste. Geil, Ulm ist auch super. Und, aber wie gesagt, viele gibt's nicht, aber die sind auf jeden Fall gut. Ja, aber der unlustigste Comedian ist auf jeden Fall Ingo Appelt. Über den kann ich zum Beispiel nicht lachen. Der Top von Ausbilder Schmidt. Und dieser so, Markus, der ist auch scheiße. Und Mittermeier, Alter. Mittermeier ist auch scheiße. Und Mario Barth ist auch scheiße. Mario Barth ist halt Kommerz. Pocher ist wack, Alter. Pocher ist nur gut, wenn er auf irgendwelche Galas geht und Promis verarscht. So. Wer? Bulli. Bulli ist, ja, geht so, geht so. Helge Schneider ist gut. Ja, aber noch unlustiger ist dieser Typ, der dabei ist, dieser Rick Cavanian. Der ist ja noch unlustiger. Der ist aber auch ein Grieche. Ja. Es stammen ja von Ziegen ab, die Griechen übrigens. Ich habe da 10 Minuten reingeguckt, das war nicht zum Aushalten. Was mir so gut gefällt, ist. Ich vermute, von dem Album mit Farid kann man vor allem Punchline-Tracks erwarten. Kannst du schon ein bisschen was über Produzenten und Features verraten? Ja, Features eigentlich keine, soweit. Vielleicht machen wir kurzfristig noch was, aber bis jetzt ist nichts geplant. Produzenten sind von Farid, paar Jungs, wie heißen die? Prodigem. Vorok hat einige Beats gemacht, Rizbo hat auch was produziert und noch ein paar andere. Und ja, wie gesagt, also nur Punchline-Tracks, also keine gefühlsmäßige, diepe, emotionale, schwule Scheiße. Nein, Quatsch. Nein, also wie gesagt, wird nur auf die Kacke gehauen, nur Punchlines, sonst gar nichts. Ja.